Hi, da wären wir wieder zu einer weiteren Folge Remnant im Hardcore-Modus auf Veteran Schwierigkeitsgrad. Und wie ihr seht, ich habe das Spiel gerade wieder gestartet und habe entsetzlich bekommen. Ich werde mich nicht beschweren, anscheinend nachträglich, weil das Spiel da wohl buggy war und wir waren ja dafür glitscht und ist egal. Wir haben heute auf jeden Fall einiges zu tun. Auch und ich meinen Arsch irgendwo hinbewege, wäre es großartig, wenn ihr an ein Like denken würdet. Denn nur, wie gesagt, wenn genügend Likes noch zusammenkommen, also sprich euer Interesse noch groß genug an dem Projekt ist, dann mache ich noch einen Part. Bisher hat das ja wunderbar funktioniert, also nur nicht nachlässig werden. Weil es ist halt wichtig, dass das Video auch von anderen gefunden wird. YouTube funktioniert nun mal so. Und wenn ich halt sehe, ihr habt da noch Bock drauf, dann mache ich da auch noch weiter. Okay, dann... Da halten wir die Nötigung durch und wir rennen direkt los. Die Schweinchen haben wir ja schon gemacht, da ist dann drauf geschissen. Und da oben ist Material, das hätte ich ganz gerne. Hallo. Ah, schau mal. Weltstufe 7, das geht ja. Und ich habe heute auch ein Gesprächsthema dabei. Da könnt ihr mir gerne in die Kommis schreiben, was ihr davon haltet. Dann haben wir auch etwas Mehrwert, versteht ihr? Stirb. Was heißt Mehrwert? Wir haben Social Interaction. Wow, Englisch. So, wir gehen hier runter. Das war nicht so gut. Da wäre ich lieber mal gesprungen. Dann mal aus dem Weg. Dankeschön. Oh, die alle Platz. Hier kann ich es mir erlauben, ein paar Gegner zu killen, tatsächlich, weil wir sind so weit hinten dran. Wir haben ein Power-Level von 6 und hier die Welt ist schon 7 und es wird nicht leichter, deswegen, ja, ja. Oh, da ist noch mehr Material. Sag mal. Kommen wir zu dem Thema. Wie steht ihr eigentlich zu Vitamin B? Und damit meine ich jetzt nicht Vitamin B im Sinne von dieses Gesundheitliche, sondern ihr wisst schon, dieses, wenn andere Leute bevorzugt werden aus Gründen. Sprich, ja, mir fällt das auch auf YouTube immer öfters jetzt auf, dass vor allem bei Kanälen siehst du es, die weniger Abos haben, wie im Endeffekt dann Aufrufe. Heißt, denen wird der Arsch von irgendjemandem gebuddert und das richtig hart. Das ist schon irgendwie ungerechtfertigt. Also social technisch ist das halt hier, wie soll ich sagen, ja. Nochmal zum Erklären von Vitamin B, für die, die es jetzt nicht verstanden haben. Das heißt halt einfach, wenn jemand einfach so von jemand anders bevorzugt wird und wird natürlich hier sehr, sehr bevorzugt und angepriesen und toll und ihr macht das so. Könnt ihr auch ins echte Leben beziehen, auf eure Arbeit oder in einem Verein oder je nachdem. Wir müssen hier runter. Hallo. Shing, ja, Shing an meinem Arsch. Und hier hoch. Und hier hoch. Ich komme gleich wieder aufs Thema zurück, Entschuldigung, es ist gerade etwas brisant los. Knapp, aber wir haben es. Ja, wie würdet ihr euch fühlen, wenn jemand anders, einfach nur weil er gute Connections zu jemand anders hat, der ihn dann anpreist wie Sauerbier? Findet ihr sowas gut? Ich glaube wohl die wenigsten, oder? Und ja, das ist etwas, das passiert jetzt mittlerweile immer häufiger auf YouTube, dass größere, ja, sagen wir, kleinere ja, sagen wir, die kleineren nehmen den Schwanz des größeren ins Maul. Die verhuren sich und das ist leider wirklich das passende Wort, weil das ist Hurenverhalten. Hier von ab und zu mal, oh ja, Meister, ja, oh, heute schmeckt's aber richtig gut, 2 Wochen nicht gewaschen, oh ja, oh Gott, ist der heute hart. Und dafür wirst du etwas promoted und bekommst hier halt, ja, Aufmerksamkeit, die du dir eigentlich technisch noch gar nicht erarbeitet oder verdient hast. Findet ihr sowas gut? Das schlägt sich halt eben auch daran nieder.
wenn der, sagen wir, der Kanal doppelt so viel Aufrufe hat, wie er eigentlich Abonnenten hat, dann seht ihr, dass das tatsächliche Interesse daran gar nicht mal so wirklich vorhanden oder groß ist, weil Leute wollen diesen Kanal anscheinend dann von sich aus nicht mal verfolgen, sondern nur aus, hey, schaut mal hier und da, guckt da jetzt mal rein, hier, oh, der hat ein neues Video gemacht, weil großer YouTuber XY das gesagt hat. Mhm. Also sprich, technisch gesehen gar nicht verdient, aber Hauptsache den Schwanz eines anderen in die Fresse rammen. Findet ihr das dann gut, dass andere Kanäle, die sich wirklich Mühe geben und alles selbst erarbeiten, da dann etwas ins Hintertreffen bekommen, nur weil das da so manche Schwanzlutscher gibt? Ist schlimm, oder? Also, hi. Ich habe mich gezügelt. Das würde mich interessieren. Wie steht ihr da dazu? Findet ihr das gut? Sagt ihr, ach Gott, das ist ja das allerletzte Verhalten. Ja, dann haltet mal die Augen auf YouTube auf. Ihr seht das, ihr stellt das fest. Ich will damit auch keinen kleineren dann. Das gibt es natürlich auch, die weniger Abos haben, aber schon mehr Aufrufe. Aber niemals das Doppelte. Da siehst du, da stimmt was nicht. Da stimmt was ganz und gar nicht. Da bekommt jemand den Arsch gebuddert, weil er schön Schwänzchen in die Fresse nimmt. Und ich sage ja, ich möchte auch dann den Stand von Prostituierten nicht in den Dreck ziehen. Das, ja, gibt's halt und die Umstände sind variozös, sagen wir es mal so. Aber das hier, das will ich einfach nur verhuren. Das ist selbstcharakterlich einfach erniedrigen oder halt sich jemand unterordnen. Hauptsache hier etwas Promotion hier. Mm. Und meistens seid ihr heute zufrieden? Habe ich heute gut gelutscht? Und dann, ja, auch auf jeden Fall. Hier, guckt mal alle hier. Ja, der macht richtig guten und starken Content. Hm, kann ich nur empfehlen. Naja, kannst du das? Fällt halt auf. Wollte ich nochmal ansprechen. Also deswegen, bitte schreibt doch gerne in die Kommis, wie ihr das findet. Ich finde, das ist das allerletzte Verhalten. Wenn man sich halt so verramscht und an den Rockzipfel eines anderen hängt, Für schnell ungerechtfertigten Erfolg, naja. Aber man merkt es ja, also das Interesse ist nicht wirklich da, weil sonst wäre die Abozahl annähernd so groß wie die Aufrufe. Ich meine, ich sehe es ja bei mir und ich acker ja wie ein Gestörter hier auf YouTube. Wollte ich nur mal ansprechen. Ihr könnt ja die Augen offen halten. Ihr erkennt das ja dann. Die Zeichen habe ich euch ja gerade genannt. Dann seht ihr, von was ich spreche. Wie sieht es denn aus hier? Ah, wir haben bald Jäger auf Stufe 2. Da möchte ich gerne hinten hin. Weil dann verändert sich die Weltenstufe nicht mehr. Wenn wir das Gebiet mal betreten hatten. Hi, verpiss dich, dankeschön. Und es könnte unter Umständen ein wichtiges Gebiet sein. Deswegen, wir schauen mal. Oh Gott. Vergoldete Kammer. Oh ja, das ist gut. Das ist richtig gut und wichtig. Das ist... Oh. Das ist sehr gut, dass wir die vergoldeten Kammern haben. Das heißt Feuersturm. Und Feuersturm kann uns echt noch den Arsch retten. Eventuell. Das ist ja großartig. Das ist ja wirklich großartig. Wenn wir ihn natürlich besiegt bekommen, den Roten Prinz. Aber das sollte schon gehen, glaube ich. Wir können uns ja von Leyweiss für die Dauer des Kampfes hier den Ring kurz zulegen. Für Fluchresistenz. Au, wo kommst denn du her? Ja, ich kann nichts machen. Hier, ich lade halt auch nicht nach.
weil man vorher noch ein geheimes Passwort eingeben muss, bevor hier das Magazin reinflutscht in die Knarre. Wie immer, wer kennt's nicht? Oh, eine Dreckscheiße hier. Piss dich. Fand ich halt ein ganz interessantes und aktuelles Thema. Ich muss sagen, ich finde das halt sehr, sehr erbärmlich und halt ungerechtfertigt. Andere, die sich halt richtig Mühe geben, und dann gibt es wiederum diese anderen, die bereitwillig den Schwanz eines anderen lutschen für Aufmerksamkeit und Promotion. Das ist erbärmlich, das ist das Allerletzte. Sprechen wir es aus, wie es ist. Da nützt auch das größte Gebro-Gerede und Brudi und was weiß ich nix. Da ist man eine Hure, eine Nutte, die bereitwillig den Schwanz eines anderen lutscht. Heilige Scheiße. Ja, heute noch nachladen. Ist wieder ein ganz schweres Passwort beim Nachladen, hm? Wieder zweimal vertippt. Fuck, ey. Leck mich. Stimmt. Nimo müssen wir auch noch retten. Oh. Da ist noch ein Glitch-Gegner. Warum? Weil da ist die Hexenkleidung und die wäre schon wichtig. Die wäre schon nicht so scheiße, weil du brauchst die ja für den Ring des Fanatikers, wenn es mal so weit kommt. Gut, ich kann das auch etwas nach hinten schieben. Da muss ich es nicht gleich machen. Wäre jetzt aktuell noch nicht von Relevanz, insofern ich überhaupt die Funkenschrotflinte bekomme. Wenn die sowieso nicht, dann ist alles hinfällig. Oh, der ist nicht so toll. Der ist nicht so toll. Erhöht Gewichtsschwellenwert für Ausweichen um 5, reduziert Belastung um 5. Es geht besseres. Und der ist nur perfektes Dodgen. Und dann Nahkampf und das machen wir nicht. Aber hey, wir haben nochmal ein Simulacrum. Das ist doch schon mal schön. Das heißt, eine zusätzliche Heilung. Okay. Gut, gut, gut. Hab ich dich bemerkt. Juppa, haben wir. Feuer dort im Fernkampf. Jo, nehmen wir doch gerne. Und Levi's kleines Kackbuch. Werden wir doch mal inspizieren. Was ist denn da Schönes drin? Oh, toll. Ja, tatsächlich ist für diesen Run der Ring das Interessanteste. Halt, eine erhöhte Feuerrate ist eine erhöhte Feuerrate. Da gibt's nix. Und ich werde mich dennoch nochmal droppen, denn... Juppa, was haben wir denn da? Geschmiedetes Eisen. Ich könnte allmählich wirklich mal verzinktes. War das verzinktes? Verzinktes Eisen wäre mal cool. Nicht, dass ich jetzt fordernd wäre oder so, aber wir könnten es langsam mal brauchen. Hoppa. Da ist der Dicke und jetzt ist einfach nur laufen. Laufen, 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 laufen. Du Scheißdreck haftet an mir. Deine Mutter haftet an mir. Da vorne ist sie doch, hier. Oh, der Earth Shatter. Beeindruckend. Ja, da wären wir ja schon. Zumindest sind wir schon mal im Schluss. Das ist schon mal gut. Wir haben die Info, da sind die vergoldenen Kammern. Das ist großartig.
Das ist wirklich großartig. Das spart mir unsagbar viel, viel Zeit. Und weil wir sie aufgedeckt haben, sind die auch relativ leicht zu machen, wenn wir mal dementsprechend weit sind. Und ja, dann werden wir mal das Schloss erkunden gehen. In aller Ruhe. Hier haben wir keine Hidden Chests. Oh, aber. Ah, naja, hey, immerhin. Immerhin. Sie kommen. Ich kann übrigens den kleinen leichten Tipp geben. Wenn ihr schnell besseres Schmiedematerial haben wollt und ihr habt keinen Bock hier ewig rumzupimmeln. Ab und an spielen Leute dieses Spiel auch online im Hardcore-Modus, auf Veteran oder so oder auf anderen Schwierigkeitsgraden. Ihr könnt den joinen und einfach nur mal ein bisschen mitlaufen und Loot einstecken. Das geht, das macht nichts. Solange ihr jetzt nicht ewig viel Gegner mit denen bekämpft, wird es euch nicht in die Verdammnis reißen. Oh, haben wir hier? Weil umso höher die Weltenstufe, und das ist bei anderen oft der Fall, umso bessere Loot. Und die Postulanten machen wir nicht. Postulant ist scheiße. Umso höher die Weltenstufe, umso höher sind die Schmiedematerialien da. Und das kann euch gegebenenfalls etwas zugunsten kommen. Eventuell. Macht's aber nicht zu exzessiv. Wenn überhaupt. Wirklich notwendig wird es vermutlich nicht sein, aber ich wollte es angemerkt haben, dass das natürlich geht. Okay, dann gehen wir mal hoch. Dann gehen wir mal den König besuchen. König Fotzenkopf der Erste. Seine Eminenz von und zu Dauerabo auf Wagisan bei spröden Lippen und rissigen. Wird in der Werbung so gesagt, habe ich mir nicht ausgedacht. Wenn die eine von euch schon gesehen habt, die funktioniert so, die Werbung. Kommt nicht von mir, ist so. Schweig! Nein, tu ich nicht. Gib's zu, du nutzt Wagisan. Hilft auch gegen Scheidenpilz, sagen sie in der Werbung. Video wird sowas von unmonetarisierbar sein, ich sehe schon. Aber Wagisan, weiß Bescheid, Sponsoring. Ruft mich an, ruft mich an. Geil, haben wir das hier. Jetzt haben wir noch einen kleinen Höllentrip vor uns. Aber das sollte gehen. Einfach mal kurz healen. Und wir haben ja Fire, wir haben Song of Ephir. Alles, was wir brauchen, haben wir. Okay, wir machen das so. Den haben wir weg. Das hat ja perfekt geklappt. Alles weggeklärt. Hätte gar nicht besser laufen können. Und Stampfmap war auch noch können. Yeah. Gut. Gut. Da wären wir beim König Fotzenknilch. Juhu. Ich für meinen Teil würde allerdings schon noch ganz gern vorher erkunden, denn ich habe so ein Gefühl, dass das noch nicht reichen wird. Deswegen werde ich noch ein bisschen Dungeons hier aufdecken, dann gehen. Ich hoffe, ihr seid da dabei. Dann schmeiße ich mich beim nächsten Part, deswegen liked, schmeiße ich mich beim nächsten Part direkt am Anfang zum großen Türstopper hin. Dann sehen wir gleich. Wenn der Part dann wie so 2 Minuten lang ist, wisst ihr, es sind schreckliche Dinge passiert. Wenn nicht, vielleicht werde ich vorher auch nochmal exzessiv irgendwie was zusammenkratzen und farmen gehen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wenn ich Glück habe, wir gehen mal kurz in Levi's Korridor, da wo ja sein Zimmerchen ist. Denn es könnte sein, dass da eine Chest spawnt. Und wir brauchen ja alles an Materialien und Geld, was wir haben können. Wir sind ja nicht so dicke bestückt.
Also schauen wir mal. Da ist nix. Oh, wir haben Glück. Schau mal, da. Oh, Feuer hat im Fernkampf plus 2 geknackt. Jetzt geht's aber los, du. Jetzt geht's aber los. Immer höher der Feuerrate. Ich werde mich nicht beschweren. Was hatten wir noch? Ach so, den da. Ja. Nicht so wichtig. Wir haben noch 2 Dungeons. 2 Stück. Auf dem Weg hierher. Und die werde ich beide besuchen. Sind 2 Kanalisations-Dungeons. Beziehungsweise der eine hätte potenziell die Chance, uns zu der Funkenfeuerschrotflinte zu führen. Das wäre fantastisch. Das wäre absolut fantastisch. Das wäre dann unsere Endgame-Waffe. Wir besuchen kurz oben den Thronsaal. Denn... Nein. Ah, der da. Er hatte die Kette in seinem Arsch stecken. Oder bist du noch vorn? Ah, nee. Dann war diese Zungenhalskette woanders gesteckt. Egal. Wir decken jetzt erstmal Dungeons auf. Ich möchte da den sicheren Weg gehen, weil ja, ich habe Respekt vom großen Türstopper. Der große Türstopper kann dich aus dem Leben nehmen wie sonst nichts. Und das ist nicht lustig. Deswegen. Ganzen Weg noch mal runter und hoffen. Es ist echt ein Segen, dass wir den Wolfsring bekommen haben für schneller laufen können. Das hilft so enorm und auch die Ausdauer. Normalerweise bin ich jetzt nicht der größte Fan von dem Ring, aber hier, wo es halt darum geht, dass du viel einfach nur stehen lässt, es ist fantastisch. Es ist wirklich eine enorme Hilfe. Wir haben Power Level 6. Wir können immer noch verbessern. Das ist richtig schön. Oh, cool. Was? Gott, ich hatte gerade Kotze im Mund. Kommt das denn jetzt auf einmal her? Also, einmal den Schubkant demolieren. Ja, da oben könnte theoretisch auch eine Chest drin sein, aber... Ja, naja, wir haben dafür jetzt gar keine Zeit. Hier wollten wir her. Und decken den einen Dungeon auf. Und bei Levi's ist ja auch noch einer. Und mit bisschen Glück, ich kreuze die Finger, dass das hier der Dungeon dann jetzt sein wird. Nein, das lassen wir zu. Dass das der Dungeon sein wird, der uns zum Leuchtturm bringt. Das wäre fantastisch. So, Song von Effie. Oh Gott. Song von Effie auf Anschlag. Hier hoch. Wir wollen hier nichts bekämpfen, weil das hier ist eine Todesfalle. Also hier, laufen. Laufen und weg. Weil das hier sind ganz viele von diesen Explosionspennern mit Kastanienkack-Funktion und das wollen wir nicht bekämpfen. Ja, nehmen wir. Fantastisch, nehmen wir. Dankeschön, Spiel. Danke. Gut, es wird keine Funkenfeuer, aber schlechte Viertel. Schön.
Schön. Ich werde mich jetzt einen Ring holen. Komm, dann machen wir den Part etwas länger. Hm? Was meint er? Ja? Ja, komm, wir machen den Part ein bisschen länger. Und ja, das wird doch, das ist toll. Und wir bekommen vielleicht sogar auch noch Schattenhaut und ja! Ah, ja. Mal gucken. Hier sollte eigentlich auch ein Skillbook rumliegen. Schattenhaut würde unseren Elementarwiderstand verbessern. Wir nehmen alles mit, was unsere Verteidigung erhöht. Dich bekämpfe ich im Nahkampf. Weil du machst mir sonst Aua Bubu. Ah, Skillbook haben wir schon. Skillbuch hätten wir. Dann gibt es. Oh, hi. Sollte es hier noch irgendwo einen Gegenstand geben? Was haben wir da? Ah, nee. Ach so. Kettenreaktion ist gar nicht mal so geil. Stirb doch. Oh. Schlimmster Gegnertyp im Spiel. Weil sie brennen und tragen nur eine Unterhose, machen sie Damage. Oh, oh. Oh, oh. Schlecht. Alles gut, alles gut. Wir haben noch 3 Ladungen. Verringerter Schaden. Hey, das ist doch gut. Das ist sehr gut. Wir müssen hier doch nur durchkommen bis zum Checkpoint. Das ist alles. Immer schön ruhig in der Murmel bleiben. Wichtig ist, dass wir dieses Gebiet wirklich jetzt so gut es geht erkunden. Warum? Das können wir uns leisten und ich entscheide mich mal in Hoffnung für das schlechte Viertel. Esse ich mal eine Wurzel. Ah, und? Was machst du nochmal? Crap. Wieso tröd? Ach so. Ja, ist ja gut. Es ist sehr risky. Ich gebe es dazu, was wir hier tun, ist wirklich fürchterlich risky. Aber der Reward ist halt auch dementsprechend. Komm. Außerdem hier Luminitkristalle und das ganze Gedönse hier. Wir brauchen es halt. Das wird ja immer besser. Ah.
Und ich lasse das jetzt hier auch alles drin, weil ich möchte es ja möglichst transparent halten. Sonst heißt sie, ja, du hast jetzt wieder Offcam gefahren, das ist voll unnachvollziehbar für mich. Ja, ich mach doch schon. Alles gut. Man kann sich hier alles mit anschauen. Ich habe keine Geheimnisse. Für manchen ist das hier vielleicht sogar eine Art Guide. Da kannst du ja dann nachspielen. Probieren zumindest, so gut es geht. Nein! Wo geht's da hin? Gut, große Gabelung. Ah, da haben wir. Okay, das machen wir noch. Das kriegen wir doch hin. Und Entschuldigung, wenn ich gerade etwas ruhiger bin. Ich bin nur gerade konzentriert. Möchte jetzt keinen unnötigen Fehler machen. Wir haben nur noch zweimal ein Drachenherz und... Das ist eine Chance hier. Das ist eine Chance. Das ist sogar ziemlich gut. Das ist vielleicht das Beste, was uns in Lossum gerade passiert ist. Das schlechte Viertel. So oder so. Der Ring gibt uns 10% mehr Damage, wenn wir was in Flammen setzen und... Das ist halt unser Mod, wisst ihr? Das ist nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Ja. Ja, komm, wir gehen doch die Bude noch durch. Das können wir. Yep. Oh Gott. Weil ich werde ihn dann einfach sterben lassen. Also ich kann da bisschen schlampig spielen. Und Schattenhaut müsste ich so oder so bekommen. Selbst wenn nicht, der Ring ist es eigentlich wert. Weil es erhöht halt den Gesamtdamage um 10%. Das ist viel. Natürlich nur, wenn was brennt. Aber wir arbeiten ja dran. Zumal wir haben ja auch Glück und haben den vergoldeten Kammer... Abschnitt, sprich wir haben den roten Prinzen und auch Feuersturm macht ja konstant Feuerdamage, sprich das wäre eine ganz gute Synergie. Ah Gott, ey. Diese Pissbude. Müsste der Alchemistenring sein, richtig? Oh! Okay, der ist etwas seltener, der Bürdenring des Hexenmeisters. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Aha. Oh, wobei, ja, Gesundheit können wir uns überhaupt nicht leisten. Na gut, gehen wir zum Boss. Bin gute Dinge, das sollte doch irgendwie klappen. Aha. Solange wir nicht jetzt gnadenlos overwhelmed werden, überrannt auf Deutsch,
dann klappt das schon. Klappt schon. Ja. Okay. Schauen wir mal. Der Song von Effi ist gut. Dann. Passt schon. Nicht so toll. Ja, geil. Prio. Schön. Danke. Fick dich. Zünd ihn an. Los. Brennt. Brennt. Geil. Ja, du wirst sterben. Tut mir leid, Kumpel, aber dein Tod gewährt mir einen Ring, den ich sehr dringlich benötige. Und hier ist arsch viel Loot. Hier sind mindestens 3 Loot-Chests. Also, wir haben ein bisschen Glück mal gehabt. Zumindest ein kleines bisschen. Cool! Yay! Schattenhaut! Schattenhaut! Ich kenne da jemanden, der investiert da gleich einen Punkt in Schattenhaut. Also ich muss noch Vitalität und Schattenhaut auf 10 bekommen. Somehow. Gut. Sehr schön. Dann haben wir doch einen ganz okayen Abschluss für heute. Jetzt gehen wir hier noch looten, für haben wir noch Glück. Ja, ach ja, warum denn nicht? Hier. Sachen zum Verkaufen. Feennadel ist gut. Das bringt Cash. Und einen Gang haben wir da hinten noch. Ja, also Schattenhaut macht halt unser Überleben gegen Elementardamage sehr, sehr viel angenehmer. Sprich Feuerschaden und so weiter. Oh, das ist wichtig. Ja. Ja, das war doch ein bisschen was. Das war doch schön. Jetzt gehen wir noch kurz die Sau hier erschießen. Und dann sage ich nochmal, denk gerne bitte an Like. Das wäre wichtig. Das finde ich toll. Und ja. Wäre halt cool. Wäre halt cool. Na, wobei, ich stiefel noch ganz fix wohin. Dann nehme ich euch mit. Da ist er. Der gute Ring. Der Kombo-Ring. Wir gehen Station 13, ja. Und gehen zu Leyweiss. Da ist auch noch ein Dungeon, den würde ich gerne aufdecken. Und da mache ich aber dann einen Schnitt. Also wir gehen da nur hin. Und zwar war das direkt hier am Anfang. Wir können Leyweiss seinen Talisman geben, stimmt. Da war ja was, dann haben wir den Ring auch noch. Ha, tun wir so. Wird was so machen. Ladebildschirm. Danke.
Seht ihr, dann habt ihr heute einen extra langen Part, doppelt so lang wie sonst. Seht mehr, was halt hier so alles passiert. Ja, das ist doch was, oder? Und es war nicht nutzlos, sondern wir haben hier ordentlich was bekommen. Mich ärgert es ein bisschen. Funkenfeuer hätte ich schon gerne gehabt, aber gut, was willst du machen? Da müssen wir uns halt etwas anders behelfen. Der Ring ist auch ganz geil. Die Option mit dem roten Prinz ist extrem wichtig. Weil da wird es uns mit dem neuen Ring hier zugutekommen. Naja. Wir klauen mal kurz dich da hinten, ja. So, gib mal her. Bist aber ein ärmlicher Fee. Ist nicht so wirklich viel. Würdest du mir bitte ein wenig Freiraum gewähren? Ja, mach mal hin. Ja, beschäftigt. Völlig. Ich hab da was für dich. Dass ich zu tun habe. Wirklich? Was du? Bin ich? Mein Name ist Ludwig. Namen sind doch der Fakten. Oh, im Fakt und die in diesen am besten. Das ist dein Medaillon. Ich hab's doch lieber mal hier. Hier, ja. Nee. Na gut. Und jetzt gib den Ring her. Dankeschön. Und du verkaufst hier den Resistance-Ring gegen Verflucht, ja. 500. Ach, gib den her. Was wir haben, das haben wir. Sag. So. Und wir gehen in den Dungeon. Und was haben wir hier noch? Hoffentlich ist es nicht die Kommune. Hoffentlich ist es nicht die Kommune. Kommune, wer würde ich. Nee, würde ich nicht spielen. Puh. Hoffentlich nicht der Scheiß. Oh, Reichweite ist anders. Und wie ich sehe, haben wir sogar das, die Quest mit dem Magier von Trier. Ja, cool. Okay, also, das war's aber dann für heute. Also denkt bitte dran, wenn ihr noch eine weitere Folge sehen wollt, unbedingt auf den Like-Button drücken. Den Like-Button. Und ja, bleibt gesund, guten Loot weiterhin und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, ja? Also, tschüss!